Servus, meine Freunde. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei einem neuen Video. Und ihr seht es overall an, das heißt meistens Lost Place. Und genau so ist es. Heute möchte ich mit euch eine verlassene Mühle angucken. Ihr seht es, es ist ein Riesenkomplex. Es gibt einen neuen Teil, es gibt einen alten Teil und es gibt einen ziemlich verfallenen Teil. Das ganze Gelände ist wieder auf mehreren Ebenen. Ich stehe hier an der oberen Ebene. Und wie ihr auch wahrscheinlich schon oft beobachtet habt, sind an alten Mühlen oft sogenannte Mühlenteiche. Und das lässt darauf schließen, dass es sich hier um eine Wassermühle handelt. Und hier sehen wir auch schon den alten Hauptabsperrhahn. Früher hat man ja mit Wasserrädern gearbeitet. Irgendwann wurde so viel produziert, dass ein normales Wasserrad einfach nicht mehr genug Kraft aufwenden kann. Und dann hat man mit Turbinen gearbeitet. Diese Turbinen haben natürlich enormen Wasserdurchfluss, wo so ein kleiner Bach dann nicht mehr ausreicht. Deswegen hat man das Wasser dann einfach über Nacht oder wenn die Mühle nicht in Betrieb war, in sogenannte Mühlenteiche aufgestaut. Ja, und wenn dann Betrieb war, wurde hier das Rädchen aufgedreht und die Turbine sozusagen in Gang gesetzt. Und ich würde sagen, wir beginnen mal mit unserer Rundtour. Also es gibt bei dieser Mühle so einen etwas neueren Bereich und einen älteren Bereich. Wir sind jetzt hier in den älteren Bereich. Hier sehen wir den sogenannten Kornsumpf. Das heißt, das hier war früher eine Durchfahrt, wo dann die Landwirte, die ihr Getreide angeliefert haben, hier in den Sumpf gekippt haben. Und von da aus wurde es dann mit Elevatoren und Schneckentechnik weiter gefördert zur Verarbeitung. Von diesen Turbinen wurden dann die Kraft auch weitergeleitet mit sogenannten Transversionsantrieben, das heißt alles Riebenantrieb. Und über die Rieben wurde die Kraft dann weitergegeben. Aber ihr seht es hier, Holzfußboden. Und ja, da war dann auch mal Wasser ins Spiel hier, undichtes Dach. Und daher das Ganze sehr einsturzgefährdet, also heute heißt es wieder vorsichtig, wo wir hier hintreten. Wahrscheinlich können wir auch nicht überall uns aufhalten. Weil ihr seht hier schon, was Sache ist. Ja, hier gehen wir auch schon gar nicht weiter, weil hier fällt der Boden. Ist schon eine Maschine durchgebrochen. Ihr seht da den Fußboden. Da werden wir jetzt nicht zwischenrum klettern, das ist einfach zu gefährlich. Vor allen Dingen, weil hier gibt es noch genug andere Sachen zu entdecken. Von daher gehen wir jetzt erstmal wieder eine Etage tiefer. Richtige geile Industrie-Uraltechnik. Wo wir leider nicht reingehen. Also ich würde gerne euch diesen Maschinenraum zeigen. Aber ihr seht es, hier ist für mich Ende. Ich möchte hier nicht unter diesen tonnenschweren, gusseisernen Maschinen begraben werden. Deswegen gehen wir jetzt hier an dieser Stelle nicht weiter. Ja, hier sind wir sozusagen im Herzstück der Mühle. Das ist die Maschine, wo das eigentliche Getreide dann zermahlen worden ist. Gab es mehrere Mahlstationen. Das ist ein sehr interessanter Raum hier. Mit diesen gusseisernen Maschinen, die einfach Tonnen wiegen und das einfach auf so Holzböden, die nicht mehr viel halten. Also ihr seht es hier über Löcher im Boden. Wasser tropft von oben durch. Ganze Maschinen teilweise von oben durchgebrochen. Und das heißt natürlich Rückzug. Da werden wir den Maschinenraum jetzt hier nicht betreten. Wenn hier noch ein Balken durchbricht, das gibt eine reine Kettenreaktion. Hier unten kommen wir auch in einen ganz spannenden Raum, denn hier ist die eigentliche Turbine. Hätte ich nicht gedacht, dass die tatsächlich noch da ist. Hier seht ihr die Rohrleitung, die von draußen von dem Bach eben, von dem Mühlenteich her ankommt. Wasser fließt dann hier durch dieses Rohrsystem durch diese Turbine durch. Hier wird dann sozusagen aus der Wasserbewegung eine Drehbewegung, die dann über diesen Riemen in den Bereich weitergeleitet wurde, wo wir eben sind. Und das alte Wasser fließt dann nach unten weiter. Hier ist sozusagen ein kleiner unterirdischer Bach unter der Mühle entlang. Und floss dann sozusagen durch den unterirdischen Bach hier wieder nach draußen weg. Schon beeindruckende Technik. Hier haben wir noch Schaltschrankentechnik. Und das ist jetzt ein Punkt, wo ich selbst nicht genau weiß,
ist das hier ein Generator, der Strom produziert? Sprich, wenn mal über Feiertage längere Zeit nicht gemahlen wurde, dass man die Wasserkraft dann einfach genutzt hat, hier um Strom zu produzieren. Also sozusagen Wasser treibt Drehbewegung, Drehbewegung, Turbine, Strom. Oder ob das hier einfach ein Elektromotor ist, in einer Trockenzeit, falls gar kein Wasser da war, um dann die ganze Mühle zu betreiben. Das könnt ihr in meine Kommentare schreiben, weil das kann ich jetzt nicht aufwendig machen. Sowieso Elektromotor und Dynamo ist so ziemlich fast das gleiche, nur irgendwie anders gepolt. Von daher kann ich euch hier gar nicht weiterhelfen. Ob das Ding ja ein Elektromotor ist für wasserarme Tage, um die Mühle zu betreiben, oder um, wenn nicht gemahlen wurde, die Wasserkraft zu nutzen, um Strom zu machen. Was ja auch nicht ganz unwahrscheinlich ist, weil hier gibt es auch extrem viele Strom- und Schaltkästen, dass das hier so eine Art kleines Kraftwerk war. Auf jeden Fall hier nebenan sehen wir noch ein sehr altes, uriges Bad. Guckt euch mal die Badewanne an. Das war wahrscheinlich so ein Badezimmer für, keine Ahnung, Mitarbeiter, Toilette. Weil der eigentliche Wohnbereich ist tatsächlich noch hinten weiter. Was auf jeden Fall noch richtig interessant ist, ist das Labor. Denn in dieser Mühle gab es ein Labor. Also jetzt fragt sich der ein oder andere wahrscheinlich, wofür braucht man in einer Mühle Labor? Gut, heutzutage hat jede größere Firma ein Labor. Aber Mühlen gehören tatsächlich so mit zu den ersten Firmen, die noch schon eigene Labore hatte, weil die natürlich die Qualität des Getreides immer untersuchen mussten. Und das hat in diesem Raum ja stattgefunden. Ja, und wie in vielen Lost Places natürlich auch noch jede Menge durchwühlte Unterlagen. Ja, was untersucht man so zum Beispiel am Getreide? Ist bei uns im Dorf gab es früher eine Roggenmühle und der Müller hat mir das mal ausgiebig erklärt. Zum Beispiel, um Roggenbrot herzustellen, braucht das Roggenmehl eine bestimmte Qualität und muss bestimmte Fallzahlen erreichen. Und eine Fallzahl wird dadurch ermittelt, es wird eine kleine Menge Getreide gemahlen, daraus wird so ein kleiner Klumpen Mehl gemacht. Der wird dann in so ein Röhrchen getan, mit einer gewissen Flüssigkeit drin, ich weiß jetzt gar nicht mal, ob es Wasser war. Und dann wird gemessen, wie lange dieser Klumpen Mehl, der ein bestimmtes Gewicht hatte, braucht, in einer bestimmten Zeit, um abzusinken. Daher der Name Fallzahl. Und Roggen muss zum Beispiel eine bestimmte Fallzahl erreichen, um als Backgetreide zugelassen zu werden. Das ist daher wichtig, da sonst die Backware nicht in der gewünschten Qualität aufgehen beim Backen. Deswegen braucht dieser Roggen eine bestimmte... Oh, alles umgekippt hier. Kann man das nicht einfach tehen lassen? Dann könnte man noch eine alte Waage, könnte man das viel besser sich angucken. Also ich kann euch jetzt gar nicht erklären, welches Gerät wofür in Einzelnen war. Natürlich ist das nur eine Sache, da werden noch mehrere Sachen untersucht, wie zum Beispiel bei Weizenproteingehalt oder auch bei anderen Getreidesorten der Proteingehalt und die Trockenheit ist auch ein ganz wichtiger Punkt, ob man so einlagern kann oder ob das Ganze vorher noch getrocknet werden muss. Ja, und das wurde unter anderem alles in diesem Raum hier ermittelt. So, hier haben wir, hier ist noch eine Küche. Ach, der Müller hatte wohl, hier wurde lange nicht aufgeräumt. Und der Müller mochte gerne Tomatennudeltopf. Texas-Topf. Oh, Heißwürstchen noch im Kühlschrank mit Kartoffelsalat. Wie lecker. Ich interessiere mich natürlich mehr für den Industriebereich statt für den Wohnbereich. Deswegen gucken wir jetzt mal weiter. Und scheinbar gab es hier sogar eine Autoschrauberbude mit Grube. Erinnert mich früher an meiner Jugend so ein bisschen. Wir hatten auch bei den Landwirten so eine kleine Scheune, die wir nutzen durften für Fahrzeuge unterstellen und schrauben. Gut, eine Grube hatten wir nicht. Da sieht das hier schon wesentlich komfortabler aus. Aber letzte Zeit hat hier wohl scheinbar dann auch nichts mehr stattgefunden. Ja, hier haben sich wahrscheinlich schon irgendwelche Schrotthändler
Schrott hingelegt zum Abholen. Hier wurden dann die ganzen Ersatzteile gelagert. Bei so einer Mühle war natürlich immer viel in Bewegung. Also ich weiß noch früher bei uns im Dorf, die alte Mühle, wenn da das Mühlenrad, wenn da gemahlen wurde, da war das ganze Gebäude an Vibrieren und Wackeln. Durch diesen ganzen Riemen und Maschinen, die Vibration, das übertrug sich alles aufs Gebäude. Und wo natürlich viel Bewegung ist, geht auch viel kaputt. Hier gab es dann tja, jede Menge Ersatzteile. Also Müller muss natürlich auch immer handwerklich begabt sein. Auch was ganz kurios ist, es stand mal eine ganze Zeit hier eine Bauzaun um den Gelände herum. Und jetzt ist der Bauzaun verschwunden. Ja, normalerweise ist es eher umgekehrt, dass Gebäude verlassen werden, ja, immer bekannter werden, immer von Urbexern und anderen Leuten überlaufener werden und irgendwann die Dinger durchgemacht werden, beziehungsweise ein Bauzaun umkommt. Und hier ist es tatsächlich umgekehrt. Hier war erst ein Bauzaun und plötzlich ist der Bauzaun weg. Und ihr seht hier erstmal das gigantisch hohe Mühlengebäude. Ah, einfach richtig idyllisch hier. Wenn die Straße noch ein bisschen weiter weg wäre, hier mit einem Mühlenteich, einfach wahnsinnig. Ja, hier sehen wir den Kornsumpf, der etwas modernere, neuere. Das war wahrscheinlich dann die neuere Getreideannahme, die sie hier mal hingebaut haben. Hier sieht man nochmal schön, wie groß und weitläufig das Gelände hier ist. Und hier sehen wir schon die neuere Technik. Ich mag das ja, das ist Industrie Lost Places. Gehen wir erst in den Keller, ja. Ach du Scheiße. Ah, ja gut, damit war zu rechnen. Hier haben wir Ratten. Gitte. Ist das eklig. Das ist eklig. Hier riecht es auch richtig modderig. Faules, nasses Getreide. Richtig widerlich. Oh, die ist irgendwo gegengerammt, hat das er gesehen? Man weiß ja, es sind nur Ratten, ne? Aber es krauselt einiges Mal. Ich meine, die haben Gott sei Dank Angst vor mir und laufen weg. Aber ich möchte so ein Ding hier nicht in der Enge treiben. Weil wenn man eine Ratte in der Enge treibt, dann können die tatsächlich doch auch biestig werden. Hier sind wir jetzt unter den Siloparzellen. Das heißt, von hier, der Silo ist wieder die Schiebe aufgemacht, floss da wieder auf die Fördertechnik. Und die Fördertechnik führte dann zu der alten Teil der eigentlichen Mühle hin. Ja, ich würde sagen, gucken wir uns mal das Gebäude von oben an. Hier sehen wir mal, wie die Mühle so in etwa aufgebaut sind. Also das ist das Gebäude jetzt, wo wir waren. Hier konnte man dann wahrscheinlich die einzelnen Zellen anwählen. Sieb ein- ausschalten. Waage gab es. Eine sogenannte Durchlaufwaage. Hier ist ein Klappkasten drin. Und dieser Klappkasten klappt immer auf beim bestimmt eingestelltes Gewicht und klappt um. Und jedes Mal durch das Umklappen wird dann sozusagen ein Zähler betätigt. Und dann konnte man halt nachher ablesen, wie oft dieser Kasten ausgelöst hat und umgeklappt hat. Und anhand des vorgestellten Gewichts, wann das passieren sollte, hatte man nachher natürlich das Gesamtgewicht, was durch die Anlage durchgelaufen ist. Das meiste findet heutzutage über Brückenwagen statt, wo dann ganze Sattelzüge oder Treckers mit Anhängers drauffahren, gewogen werden, abkippen, nachher zurückgewogen werden und dann hat man auch das Gewicht. Aber auch solche Durchlaufwagen sind heutzutage tatsächlich noch im Einsatz. Ja, und hier über diesen Seilzügen konnte man dann bestimmen, in welche Parzelle das Getreide reinlaufen sollte. Ja, schon eine beeindruckende Anlage. Ich glaube, ich kann heute Abend gut schlafen. Ah, hier noch ganz interessant zu sehen, eine Trocknung. Da wurde das Getreide, ich weiß nicht, ob man hier reingucken kann, sind so immer Hohlräume drin, so Hohlkammern.
wurde dann immer warme Luft durchgepustet. Und durch diese warme Luft wurde das Getreide dann getrocknet. So, jetzt heißt es immer, ein paar Tröpfen steigen hier. Hier fühlt man sich sicher. Betontröpfe, Betongebäude. Klar gibt es hier auch Löcher, wo man noch aufpassen muss, wo man hintritt. Ja, hier geht die Trocknung dann über mehrere Etagen hoch. Also das hatten einige Meter jetzt hier, die neue Anlage. Aber hier kann man alles überall problemlos gehen. Ich bin mal gespannt, was es oben zu sehen gibt. Das hier ist die Getreidereinigung. Also durch diese Zyklone, die ihr seht, rieselte sozusagen das Getreide langsam durch. Durch Riesenventilatoren wurde dann Luft durchgepustet. Und dann wurde durch diese Luft diese ganzen Dreckpartikel im Getreide oder Spelzen, Schalen, alles was weniger wiegt wie das Getreidekorn an sich, ja, aus dem Getreide sozusagen rausgepustet. Und in jeder Etage hier richtig geile Technik. Und wer meint, dass wir jetzt oben sind? Nein, sind wir immer noch nicht. Ja, hier haben wir dann die Aufteilung in den einzelnen kleinen Siloparzellen bzw. Trocknungsparzellen. Davon gab es natürlich bei einer Mühle immer mehrere, weil natürlich mehrere Kunden immer Getreide in unterschiedlichen Feuchtigkeitsstufen angeliefert haben. Deswegen gab es natürlich auch meist mehrere Trocknungen. Das ist sozusagen die Verteilzentrale, wo das Getreide dann auf die einzelnen Trocknungsparzellen aufgeteilt worden ist. Hier sieht man mal schön, da sind richtig dicke Karpfen in den Teich drin. Die sieht man echt erst von hier oben. Ja gut, hier geht's aufs Dach, aber da geht's teilweise noch höher. Das Dach werde ich jetzt hier nicht betreten, weil ich nicht weiß, in welchem Zustand die Betondecke da drunter ist. Also für irgendwelche Leute, die noch nie eine Ratte gesehen haben, das hier ist noch ein relativ kleines Exemplar, aber die hat es hinter sich. Aber solche sind mir eben auch lebend hier entgegengekommen. Ja gut, die haben ja, das für Ratten ist das hier Paradies, ne? Keine Menschen mehr, außer so ein paar Urbexer oder YouTuber, die hier rumlaufen. Aber noch jede Menge Futter, ne? Okay, hier geht es jetzt mit Stahltröppen weiter hoch. Ja, das wird der Elevatorschacht sein, wo wir jetzt hier rumkrabbeln. Also, das Ganze wieder in ein Video zu packen, muss ich schon wieder gut Videomaterial wegschneiden. Aber die Tröppen hier machen einen soliden Eindruck. Da pauschiert nichts. Ja, hier kommt man aber ins Schnaufen. So. Treppe um Treppe geht's hier hoch, Leute. Aber wir sind hoch. Verdammt hoch. Ja, wir laufen hier über die einzelnen Siloparzellen. Ja, hier kommt das Getreide an und kann dann jetzt hier auf die verschiedenen Silos aufgeteilt werden. Scheinbar gab es ja vier Hauptparzellen. Und ich lasse es mir jetzt nicht nehmen, hier mal reinzugucken. Ja, ihr könnt das Silo unten, das Ende, gar nicht sehen. Davon gab es hier vier Stück. Also da gingen einige Tonnen Getreide rein. Ja, hier mit dem musste dann einer hochhaspeln.
Oder konnte man schon mit Bauanzügen? Nee, das konnte man teilweise sogar schon elektrisch verstellen. Und dann entscheiden, wo das Getreide, in welche Parzelle das Getreide hinlaufen soll. Ja, und ich mache hier keine Drohnenaufnahme, sondern wir sind einfach so hoch. Da ist die Autowerkstatt, da das Wohnhaus, da der alte Mühlenbereich, wo wir eben schon waren. Und in dem Sinne würde ich sagen, verabschiede ich mich von dieser schönen Aussicht. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Bis zum nächsten Mal.